Wir verlassen ein bisschen das Thema Gemeinde. Und ich möchte ein Spezialfeld beackern, was mit dem Buch zu tun hat, was der Wilfried angesprochen hat. Das sieht so aus. Das habe ich vor 5 Jahren geschrieben oder 6 Jahren. Das Herz der Väter, weil mich das mal eine Zeit lang sehr bewegt hat, weil wir ziemlich viel mit Vätern zu tun hatten, die keine Lust hatten, Vater zu sein und die ihr Vatersein irgendwo als eine Last empfunden haben. Und ich finde das immer traurig, wenn Gott uns Aufgaben gibt oder in Situationen setzt, mit denen wir uns schwer tun. Also wenn man heiratet, sollte man damit rechnen, dass Gott Kinder schenkt. Jedenfalls sehr oft ist das der Fall. Wenn Gott Kinder schenkt, bist du automatisch Vater und Mutter. Und das sollte nicht irgendwie eine grausige Vorstellung für uns sein, sondern optimal ist, wenn wir uns darauf freuen und wenn wir uns vielleicht ein bisschen damit befassen, was das bedeutet, Vater zu sein. Ein zweiter Punkt, der mich nachdenklich gemacht hat, ist, dass ich immer mehr den Eindruck hatte, dass wir ziemliche Generationsprobleme haben. Dass es so eine Schweigsamkeit gibt zwischen Vätern und Söhnen. Und das ist ja auch ein Punkt, der die Gemeinde irgendwie betrifft. Also wir werden jetzt 2 Vorträge haben, einmal über Väter und Söhne und einmal über, der nächste ist Familie schon, ja, oder? Jedenfalls kommt das irgendwie vor. Das heißt, wir werden so ein kleines Spezialgebiet beackern und dazu möchte ich gerne ein paar Gedanken sagen. Es ist normal, dass wir in Generationen leben, dass wir eine Generation haben, die vor uns lebt und dass wir eine Generation haben, die nach uns lebt. Wir haben inzwischen 2 Generationen, die nach uns leben. Und das macht mir deutlich, ich bin ein Glied in einer Generationenkette. Und meine Verantwortung ist es nicht, mich wichtig zu finden, sondern mich auf das zu besinnen, was ich von den Generationen gelernt habe, die vor mir waren, und was ich an die Generationen weitergebe, die nach mir leben. Das macht nämlich auch die Funktion einer Kette aus. Wenn ihr mal segeln wart und ihr seid vor Anker gegangen, dann ist es wichtig, dass man eine Ankerkette hat. Und wenn ein Glied dieser Kette kaputt ist, dann hält der Anker nicht mehr. Und wenn man so zwischen 20 und 40 ist, findet man sich selbst auch noch ziemlich wichtig und steht so im Mittelpunkt. Wenn man älter wird, merkt man, okay, es wird eine Zeit geben, wo ich nicht mehr lebe und wo vielleicht überhaupt niemand mehr von mir redet. Also was ist eigentlich wichtig? Weil was ist die Aufgabe, in der ich stehe? Und da ist mir das klar geworden, mal über Generationenketten nachzudenken und mich zu fragen, was ist eigentlich mit denen, die vor mir waren? Bin ich ihnen nicht noch Dank schuldig? Leben deine Eltern noch? Was war die erste Frage, die Josef gestellt hat, als seine Brüder kamen? Lebt mein Vater noch? Habt ihr noch Väter und Mütter, die noch leben? Versauern die gerade irgendwo? Habt ihr euch ein halbes Jahr nicht bei denen gemeldet? Das ist nicht in Ordnung. Wir sollen Vater und Mutter ehren. Wir sollen ihnen nicht gehorsam sein, aber wir sollen sie ehren. Und meine Kinder, die sind auch schon mal ein bisschen lustig drauf, die haben ja vor vielen Jahren so ein Blechschild geschenkt, sei nett zu deinen Eltern, sei nett zu deinen Kindern, denn sie suchen dein Altenheim aus. Da habe ich dann eine Weile aufgehängt, aber dann habe ich es auch wieder abgenommen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist die Kultur, in der wir groß werden. Wenn du irgendwann unerträglich wirst, anstrengend wirst, wirst du irgendwo geparkt, wo du niemand mehr nerven kannst. Ich denke, dass das nicht ein normales christliches Miteinander ist, sondern wir haben Generationen, die vor uns sind, wir haben Generationen, die nach uns sind. Und wenn man nochmal, wenn ich zu meinem Lieblingsbuch 5. Mose kommen darf, wenn du da liest, wie oft Gott sagt, ich möchte, dass es dir und deinen Kindern und deinen Kindeskindern wohlgeht. Also ich gebe dir die Satzungen und die Gebote, damit es dir und deinen Kindern wohlgeht. Gott denkt immer an die nächsten Generationen. Und das war mein Gedanke, mich damit zu befassen. Und dann entdeckte ich diesen Vers in Malachi 3, er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Dieser Vers ist ja nicht irgendwie irgendwo mittendrin in Hesekiel 33, sondern dieser Vers beschließt das Alte Testament. Also der hat ja ein Gewicht schon an der Stelle, wo er steht in der Bibel.
Warum beschließt Gott einen Teil der Bibel mit diesem Paukenschlag? Und der Paukenschlag ist, das Herz der Väter ist das Problem. Nicht die Jugend ist das Problem. Nicht die jungen Leute, die alle durchgeknallt sind und die jeden Tag 4,5 Stunden vorm Handy hocken. Das Problem sind deren Väter, die 5,5 Stunden vor dem Handy hocken. Er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden. Und ich meine, dass die Gemeinde der ideale Boden dafür ist, dass wir genau das leben. Ich möchte einen Punkt jetzt mal betonen, zu dem ich dann auch noch später kommen werde. Wenn wir vielleicht mal in einer Gemeinde eine gewisse Führungsaufgabe wahrnehmen wollen, vielleicht in einer gewissen Form einen Ältestendienst tun wollen, dann setzt das voraus, dass wir uns in unserem familiären Bereich bewährt haben. Das hat Gott so festgelegt. Das heißt, unsere Familie und unsere Ehe ist unser erstes Spielfeld. Und Gott sagt, ich werde mir das genau anschauen und ich möchte, dass du dich in diesem Bereich bewährst. Tun wir das nicht, sind wir nicht geeignet, in einer Gemeinde Hirtenfunktionen wahrzunehmen. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber das ist genau das, was Gott in Titus 1 und in 1. Timotheus 3 sagt. Und deswegen sollten wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vielleicht denken die ganzen jungen Brüder, die hier rumsitzen, naja, also ehe ich mal in der Gemeinde irgendwo eine Hirtenfunktion übernehme oder mich an irgendeinem Dienst beteilige, wo ich mich um andere Gläubige kümmere, ihnen nachgehe. Das wird eine Weile dauern und bis dahin werde ich mich mal auf mein Bibelstudium konzentrieren. Das kannst du gerne machen, das ist auch nie verkehrt, aber du solltest dich auf deine Kinder konzentrieren. Ich finde, Kinder sind so wichtig. Du solltest dich auf deine Ehe konzentrieren. Das sind genau die Punkte, die Gott anspricht. Er geht sogar in Titus so weit, dass er sagt, ich möchte, dass du der Mann einer Frau bist. Das ist noch, bedarf sehr viel Erklärung. Aber ich möchte auch, dass du gläubige Kinder hast. Jetzt wissen wir, dass wir unsere Kinder nicht bekehren können. Aber das bedeutet auch, dass wir wohl unsere Kinder bekehren können. Mir sagte mal ein Bruder, wo ich Kinder bekam, Klaus, es ist zu 100% deine Verantwortung, dass deine Kinder sich bekehren. Und es ist zu 100% Gottes Güte, wenn sie sich bekehrt haben. Aber Gott spricht uns da nicht frei. Wir können das nicht ständig davon stehlen und können sagen, ja, der Herr hat es halt nicht so geführt. Das ist eine Sache, die unser Vatersein mit Gemeinde unmittelbar verquickt. Und ich kann euch sagen, wenn ich Brüder kennenlerne, die in der Gemeinde irgendwo Verantwortung tragen und habe dann noch das Privileg, dass ich mal zu ihnen nach Hause gehen kann und kann ihr Privatleben sehen und sehe dann, dass da kein Widerspruch ist, dann habe ich wenig Mühe, ihren Dienst anzunehmen. Aber wenn ich sehe, dass zu Hause die Katastrophe existiert, was soll dann in der Gemeinde passieren? Und viele flüchten sich aus zu Hause und stürzen sich auf die Gemeindearbeit. Und wenn mir solche Leute vor die Flinte laufen, die würde ich sofort zurückpfeifen. Ich sage, dein Platz ist nicht in der Gemeinde, dein Platz ist im Moment zu Hause. Die Aufgaben der Väter. 1. Thessalonicher 2. Ebenso wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet, und euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. 1. Thessalonicher 2 hat sowohl, vielleicht können wir den Text noch mal aufschlagen, hat einen Abschnitt für die Mütter und einen Abschnitt für die Väter. Und aus diesem Kapitel kann man lernen, wie wichtig es ist, dass Kinder einen Vater und eine Mutter haben. Da hinten steht gerade so ein Prachtexemplar von Mutter. Klassische Haltung, sie hält ihr Kind, weil der Vater gerade nicht da ist oder ist vielleicht doch da, doch. Also heute Nachmittag du, ja? Nein, es ist völlig normal, dass du dein Kind hältst, weil es nämlich 1. Thessalonicher 2, Vers 7 sagt. Du bist nämlich zart, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Das ist das Markenzeichen einer Frau. Sie ist darauf angelegt, ihr Kind zu nähren und zu pflegen. Und das Thema, was mich besonders treibt, wenn ich
bei russlanddeutschen Geschwistern unterwegs bin, ist, dass ich die Mütter versuche aufzuwerten. Denn ich glaube, dass viele Schwestern oder Mütter so mit ihrer Rolle zu Hause und nur die Kinder und die Gesellschaft macht dich da sowieso fertig. Und dann wird gefragt, wenn das Kind dann 6 Wochen ist, ja, wann gehst du denn wieder arbeiten und so. Und dann sage ich ihnen, wisst ihr was, keiner kann eure Kinder so gut erziehen wie ihr selbst. Macht es bitte selbst und gebt eure Kinder möglichst vor dem 6. Jahr nicht aus der Hand. Das ist so wichtig, dass wir in unseren Gemeinden auch den Frauen diese Anerkennung verschaffen, dass sie etwas sehr Wertvolles tun. Sie sind die eigentlichen Helden. Also, ich erzähle euch nicht alle meine Träume, aber manche Träume, die will man ja auch träumen, ja. Und ich dachte immer so, also wenn ich mal in den Himmel komme, Wilfried, du bist da völlig anders wahrscheinlich, aber ich war gespannt, wie wird Gott uns belohnen, mich und meine Frau. Naja, wir Männer stehen in der Öffentlichkeit, ja, halten Vorträge, alles ganz toll. Und dann kriege ich wahrscheinlich so einen richtigen Sack. Und meine Frau kriegt dann auch so einen Klingelbeutel, war ja auch brav und hat sich um die Kinder gekümmert. Aber in meinem Traum war das dann andersrum, dass meine Frau diesen Sack kriegte und ich so einen. Und ich habe Gott ganz, ja, ist da nicht irgendwas schiefgegangen? Und je älter ich werde, desto mehr weiß ich, was ich eigentlich meiner Frau zu verdanken habe, was sie eigentlich geleistet hat. Und das sollte ich tatsächlich mit all meinen Kindern in den Himmel gehen, dass es zu 80% ihr Verdienst ist. Und Gott interessiert sich im Himmel nicht für deine Bilanzen, sondern er wird uns fragen, wo unsere Kinder sind. Und wir müssen uns endlich wieder an diese Wertigkeit gewöhnen, wie Gott über die Dinge denkt. Und Gott findet es so wichtig, wenn er uns Kinder gibt und er gibt uns einen Schatz in die Hände, dass ihr als Mütter merkt, wie wertvoll ihr seid und dass ihr euren komischen Beruf sausen lasst und dass ihr für eure Kinder da seid. Die brauchen euch übrigens auch noch, wenn sie 14 sind. Und dass ihr wissen müsst, dass das, was ihr tut, bei Gott eine unglaubliche Anerkennung findet. Und dann lese ich immer den Vers aus 2. Mose 2, Vers 9 vor und da steht, nimm das Kind, säuge es mir und ich werde dir deinen Lohn geben. Glaubt ihr, dass das stimmt? Auch die Schwaben? Es stimmt. Ihr müsst euch daran gewöhnen, alles, was in der Bibel steht, stimmt. Kriegt meine Frau Lohn? Ja. Und jetzt könnte man denken, den kriegt sie ja erst, wenn sie in der Ewigkeit ist. Glaube ich überhaupt nicht. Ich kann ja Gott nicht vorschreiben, in welcher Form er meine Frau belohnt. Er wird Wege finden, ihr Lohn zu geben. Ich habe leider keinen adäquaten Bibelvers für Männer gefunden. Und wenn du dann auch 2. Mose 1 studierst und da zwei Frauen findest, die Hebammen sind und deren Namen genannt werden, währenddessen wir den Namen des Pharao nicht mitgeteilt bekommen, dann dürfte dir doch klar werden, wo Gott seine Wichtungen setzt. Gott sagt, diese beiden Frauen, denen werde ich ein Denkmal setzen. Und wisst ihr, wie die heißen? Die heißen Schifra und Pua. Und wisst ihr, was die Namen bedeuten? Schönheit und Lieblichkeit. Schöne Frauen haben Schwangerschaftsstreifen. Entschuldigung, falls du keine Kinder haben solltest. Ich meine nur, Gott legt Schönheitsideale fest. Und er findet diese Frauen schön, weil sie anderen Kindern zum Leben verholfen haben. Und Gott geht sogar noch weiter, was jede russlanddeutsche Gemeinde begeistert. Er wird ihnen Häuser bauen. Man hat mir gesagt, die Russlanddeutschen begrüßen sich nicht mit guten Tag, sondern hast du schon gebaut. Also ihr seht, die Geschwister habe ich sehr ans Herz geschlossen. Und die russlanddeutschen Schwestern könnten sich das sparen, weil Gott ihnen Häuser baut. Es steht so in der Bibel, 2. Mose 1. Ich werde ihnen Häuser bauen. Das heißt natürlich, ich werde ihnen private Herbergen geben, in denen sie einen Schutzraum haben. Und jede Frau hat ihren Schutzraum verdient. Und das finde ich jetzt so wichtig, wenn ich 1. Thessalonicher 2 lese, dann charakterisiert Gott die Frauen, was sie tun sollen. Und es ist eine unbestrittene Stärke einer Frau, eine Beziehung zu einem Kind aufzubauen und es zu pflegen
und zu nähren, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das Kind ein Stück weit entlässt. Und deswegen ist es der Wahnsinn, dass wir diese Regel in Deutschland geändert haben und dass zwei Männer ein Kind haben können. Also sie können ja kein Kind haben, aber die Menschen sind sehr erfinderisch. Oder dass zwei Frauen ein Kind haben. Es ist Kindesmissbrauch. Also nicht, weil das Kind vielleicht missbraucht wird, sondern weil jedes Kind das Anrecht hat, von einer Mutter und von einem Vater großgezogen zu werden. Und den Vater haben wir jetzt gefunden in 1. Thessalonicher 2, Vers 11. Und da sehen wir, dass der Vater die eigenen Kinder ermahnt, getröstet und bezeugt hat. Ermahnen bedeutet im Neuen Testament immer auch ermutigen. Das ist das griechische Wort dafür. Also ermahnen ist nicht nur negativ gemeint, es ist auch positiv gemeint. Das heißt, wir haben als Väter auch eine Aufgabe, unsere Kinder von bösen Dingen zurückzuhalten und sie zu guten Dingen zu motivieren. Und darauf werden wir gleich kommen, wenn wir diesen Abschnitt noch lesen aus Sprüche 3, dass Salomo immer wieder seinem Sohn sagt, tu das Gute, aber pass auf vor dem Bösen. Vielleicht können wir das mal lesen, damit ihr mir das glaubt und so ein paar Beispiele nennen. Das geht schon in Sprüche 1 los. Sprüche 1, Vers 8, höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter, denn sie werden ein anmutiger Kranz sein deinem Haupt, ein Geschmeide deinem Hals. Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so willige nicht ein. Ich glaube, dass die Warnungen, die Ermutigungen weit übersteigen in den Sprüchen. Immer wieder sagt Salomo seinem Sohn, Vorsicht. Und das ist auch klar, das müssen wir unseren Kindern auch machen. Wir müssen ihnen sagen, es gibt das Gute, es gibt gute Dinge. Aber das Gegenteil des Guten ist immer böse. Und deswegen sagt der Psalmist im Psalm 119, öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Und 19 Verse später sagt er, wende meine Augen ab, damit sie Eitles nicht sehen. Und das ist doch unser heutiges Problem. Was schauen wir uns an? Also ich versuche, meine Kinder zu animieren und ich sage ihnen, lasst euch die Augen öffnen, damit ihr Wunder schaut in dem Gesetz. Verschließt eure Augen bitte vor Netflix oder was weiß ich auch alles. Ist ja noch harmlos, aber ja, weiß ich nicht. Es gibt Gut, es gibt Böse. Das macht ein Vater. Eine Geschichte, die wir mal zu Hause erlebt haben, Frieda hat sie schon 20 Mal gehört. Als meine Kinder klein waren, kamen sie mit CDs nach Hause, mit Asterix und Obelix-Filmen. Und da gibt es ja manche Filme, da könnte ich mich auch total beömmeln. Ja. Und eines Tages kam mein Sohn und sagte, Papa, ich habe wieder einen neuen Film. Und wir haben das damals zur Angewohnheit gemacht, dass wir gesagt haben, also bevor die Kinder Filme gucken, also nur mit uns, ja, damit wir wissen, was da läuft. Und dann schoben sie die CD rein und das war ein Film, wo plötzlich eine Szene kam, wo dieser Typ da mit den Fischen immer einen Fisch aufschneidet und aus dem Inneren des Fisches gewahrsagt hat. Da gab es so einen Wahrsager. Na, da saß ich da auf dem Sofa, meine Kinderchen um mich rum und plötzlich schoss mir das durch den Kopf. Na, das ist ja toll, ja? Ich sitze hier und meine Kinder schauen sich an, wie da einer wahrsagt mit dem Fisch und so. Und da hatte ich einen lichten Moment, da habe ich auf den Knopf gedrückt, habe angehalten, die CD rausgefahren und die CD zerbrochen und weggeschmissen. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was da los war. Papa, 3,99! Und dann haben wir Stopp gemacht und ich habe so einen Schreck gekriegt. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr was, wir haben jetzt was geguckt, das ist Gott ein Gräuel. Und ihr müsst einfach lernen, dass man das nicht gucken kann. Man darf sich nicht daran gewöhnen. Und was ich noch alles gesagt habe, weiß ich nicht. 15 Jahre später heiratet eine meiner Töchter. Verstehe ich auch nicht, warum Töchter heiraten. Doch, sie hat geheiratet. Und am Tag vor der Hochzeit sind wir mit dem Floß auf den See gefahren und dann haben wir nochmal geredet. Gibt es irgendwas, was noch offen ist zwischen uns? Gibt es noch letzte Beschwerden? Irgendwie eine Taschengeldzahlung oder so? Doch, ich fand das sehr berührend.
Und dann habe ich sie gefragt, gibt es irgendetwas, was du sehr prägend fandst in deiner Kindheit? Und dann guckt sie eine Weile mich so an und dann sagt sie, die zerbrochene CD, die habe ich nie vergessen. Und dann denke ich, was? Ich hatte die schon wieder vergessen. Die hast du nie vergessen? Sie sagt, Papa, damals haben wir so eine Angst davor bekommen, etwas zu tun, was Gott ein Gräuel ist. Natürlich erzähle ich gerne Geschichten, wo mir mal was gelungen ist. Ja. Mir sind unzählige Geschichten passiert, wo mir Dinge nicht gelungen sind. Aber vielleicht gehört das dazu, wenn Gott in 1. Thessalonicher 2, Vers 11 sagt, ihr Väter, ermahnt eure Kinder. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir keine Grenzen mehr setzen, wo wir nichts verbieten, wo wir allen Dingen freien Lauf lassen, wo wir unseren Kindern alles erklären, auch wenn wir ihnen es nicht erklären müssen. So ein wertvoller Hinweis Gottes. Getröstet und bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Lasst uns doch einfach die Bibel studieren und daraus lernen, wie wir gute Väter sein können, damit wir möglichst der nächsten Generation etwas Gutes weitergeben können. Und dann finden wir unzählige Verse in der Schrift, wo Gott sich uns als Vater vorstellt. Und immer wieder kommt das Wort Trösten vor. Also mir fällt es ziemlich schwer, mich in die Generation heute hineinzuversetzen, der 8- bis 15-Jährigen. Ich weiß wirklich im Wesentlichen nicht mehr, was läuft. Ich kenne nicht ihre Apps. Ich kenne nicht ihre Handys. Ich kenne auch nicht so die Lebensgewohnheiten. Aber ich weiß, dass die jungen Leute heute sich in einem riesigen Spannungsfeld befinden, gerade auf sexuellem Gebiet und auch vielen anderen Gebieten. Es zerreißt sie förmlich. Ich musste mal meinem Sohn, der war schon in der 11. Klasse, irgendwelche Sachen in der Schule hinterherbringen. Das kam schon mal vor, bei uns war die Schule 20 Kilometer weg, also ich gurke dahin, komme dummerweise während der Hofpause an und suche den jetzt in der Schule. Und laufe durch so einen langen Gang, wo die 10 bis 12 Klässler alle Pause hatten. Und da waren einige Pärchen, die hatten sich kusstechnisch irgendwie dermaßen verbunden, dass ich so meine Bedenken hatte, ob die da wieder ohne größere Operationen voneinander loskommen. Aber ich bin da durchgelaufen, ich hatte so eine rote Birne und jedes Mal, wenn ich um die Ecke kam, wurde das immer schlimmer, bis ich endlich meinen Sohn gefunden hatte. Ich sage, hier hast du dein Hefter, ich gehe da mal wieder. Und abends saßen wir am Abendbrottisch und ich habe ihm gesagt, sag mal, kannst du mir mal sagen, wie du das aushältst? Ja, wir sagen dir, hab keine Freundin, warte, bis du älter wirst, heirate eine gläubige Frau. Und du gehst hier jahrelang in die Schule und schaust dir das an als junger Mann. Du musst doch verrückt werden. Und dann grinste er mich so an und sagte, Papa, du weißt nur die Hälfte. Also er meinte jetzt nicht über sich, aber über die Gesellschaft, was sonst noch so läuft. Ja. Und wisst ihr, woran ich da immer denken muss? Entschuldigt bitte mal, wenn ich hier mal ein bisschen persönlich werde. Ja? Ich muss immer denken an eine Geschichte in der Bibel, in 2. Könige 4. Da gibt es ein Kind und es kommt zu seinem Vater. Und weil der Vater nie zu Hause ist und weil er immer Überstunden macht, ist er gezwungen, zu seinem Vater auf Arbeit zu gehen. Und als er ihn endlich findet, auf dem Feld, bei den Schnittern, dann sagt er zu seinem Kind, Papa, ich habe Kopfschmerzen. Mein Kopf tut weh. Und ich glaube, dass ihr das alle erleben werdet, wenn ihr Kinder bekommt oder Kinder habt. Irgendwann kommen eure Kinder zu euch und sie werden sagen, ich verstehe irgendwas nicht mehr. Ich halte die Spannung zwischen dem Schulhof und dem Gemeindeleben, das halte ich einfach nicht aus. Ich konnte früher als Jugendlicher es nicht ertragen, in der Schule zu sitzen und von meinem Biologielehrer zu hören, dass die Evolutionstheorie zweifelsfrei bewiesen ist. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und ich habe ihm geglaubt. Und dann komme ich 3 Tage später in die Gemeinde und ich höre in der Gemeinde, das ist alles Quatsch, sondern Gott hat die Welt geschaffen.
Das zerreißt dich doch. Du bist doch nicht blöd. Du entdeckst gerade minimale Überreste deines Verstandes und du versuchst, dich dessen zu bedienen und dann sagst du, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, bei mir war das mehr so das Intellektuelle, was mich zerrissen hat. Und ich denke, heute zerreißt die jungen Leute die Sexualität. Das zerreißt die. Und dann macht sich so ein Junge auf und er geht zu seinem Vater und er sagt zu seinem Vater, ich habe Kopfschmerzen. Und jetzt die Preisfrage an alle Männer, was sagt der Vater zu seinem Sohn? Das wäre ja schön gewesen, Silvia. Er sagt nichts. Er sagt zu seinem Knecht, bring den Sohn zu seiner Mutter. Aber er selbst sagt nicht ein Wort zu seinem Sohn. Nicht ein Wort. Und glaubt ihr nicht, dass das ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist und auch unserer Gemeinden? Haben wir es verlernt, mit unseren Kindern zu reden? Es ist für mich der Worst Case. Und das Kind stirbt. Also wir können jetzt eine ganze Stunde mal über dieses Kapitel reden. Und da kannst du so viel draus lernen, wie du dich als Frau verhältst und wie du dich als Mann verhältst. Diese Frau ist der Wahnsinn in diesem Kapitel. Nur die lebt leider mit einem Totalausfall als Mann. Und als der Mann plötzlich sieht, dass sie den 5er BMW aus der Garage holt und noch fragt, ob getankt ist, dann sagt er, ey, wir haben doch heute überhaupt kein Date. Das ist weder Neumond noch Sabbat. Wo willst du eigentlich hin? Musst du noch einkaufen? Was hätte er denn fragen können, Rainer? Ich bin überfordert. Ja, du bist jetzt verunsichert. Total. War mein Ziel. Oh. Er hätte fragen können, wie geht es eigentlich unserem Jungen? Haben die Berlusin geholfen? Kopfschmerzen weg? Ey, der Junge war tot. Der war tot und der Mann hat es nicht gemerkt. Und wir sitzen heute in den Gemeinden, unsere Kinder sind tot und wir merken es nicht. Und ich habe manchmal den Eindruck, die Einzigen, die es noch merken, das sind unsere Schwestern, das sind unsere Mütter. Und die sagen jetzt, dann nehme ich halt die Leiche, dann nehme ich die geistliche Leiche meines Kindes und ich gehe zu Elisa und ich werde nicht locker lassen. Und ich lasse erst locker, wenn der wieder lebt. Und dazu möchte ich euch alle ermutigen und ich wünsche allen Männern, dass wir endlich aufwachen und dass wir kapieren, worum es eigentlich geht. Es kann doch nicht sein, dass wir eine missionarische Aktion nach der anderen vom Zaun brechen und zu Hause sterben unsere Kinder und wir merken es nicht. Also ich bin ein Familienmensch. Ich glaube, dass ich versagt habe, wenn ich die ganze Welt missioniere und meine Kinder sind auf dem Altar meiner Arbeit gestorben. Das kann es nicht sein. Und Gott sagt in 1. Timotheus 3 und Titus 1, das will ich auch nicht. Noch einmal, deine erste Spielwiese ist deine Ehe und es ist deine Familie. Und wenn ich euch jetzt hier so anbrülle, dann sage ich das auch zu mir. Ich habe Baustellen. Genau wie ihr. Und ich muss mich fragen, wo ich überall rumtanze oder wo ich auch mal zu Hause bleibe. Das lässt uns doch alle nicht los. Es kann sich doch keiner hier vorne hinstellen und kann sagen, das habe ich alles perfekt gemacht. Er kommt zu mir nach Hause und schaut euch dieses Garten Eden an. Ist alles super. Nein, es ist nicht alles super. Warum sage ich das? Jetzt will ich wieder versuchen, ein bisschen lieb zu werden. Ich wünsche uns so sehr, dass wir nicht so in den geistlichen Höhen davonfliegen, sondern dass wir unsere ganz normale Arbeit machen. Und hier sitzen so viele junge Leute, was ich übrigens sehr ermutigend finde. Ich mag nicht so eine Rentnerveranstaltung, ja. Aber wenn ihr schon hier sitzt und in einer Lebensphase seid, wo vielleicht Kinder kommen, und eine schwangere Schwester ist ja hier bei uns. Also ich weiß nicht, wer alles noch schwanger ist, könnt ihr euch ja mal melden. Dann ist das doch eine unglaublich spannende Zeit, oder? Es ist die Zeit, in der ihr am meisten bewegen könnt, in der euch am meisten durch den Kopf geht, wo ihr die besten Weichen stellen könnt. Und wenn ihr nützlich sein wollt im Reich Gottes, bewährt euch bitte in eurer Familie. Habt möglichst viele gemeinsame Auftritte. Gut, dann fange ich also gar nicht erst an. Gut. Ja, schade. Aber wir nehmen das mal so. Wir schieben das immer weiter nach hinten. Habt ihr Montag noch frei, oder?
Ich habe etwas zu diesem Thema gesagt, weil ich es unverzichtbar finde, die Verbindung zu sehen zwischen einer christlichen Gemeinde und unserem Privatleben. Das können wir nicht voneinander trennen. Und Gott trennt es auch nicht. Und ein besonders sensibler Bereich, glaube ich, ist unser Verhältnis zwischen Vätern und Kindern. Also nicht nur zwischen Vätern und Söhnen, sondern das Verhältnis zwischen Vätern und Töchtern ist noch was ganz Besonderes. Weil Töchter sind einfach unglaublich interessant. Und ich wünsche uns, dass Gott uns die Gnade gibt, dass wir gerade über diese Beziehungen auch ein Licht nach draußen sein können. Denn die Leute, zumindest in unserer Umgebung, sie schauen sich sehr genau unser Familienleben an. Vielleicht kann ich noch mit einer kleinen, die Geschichten machen wir nicht. Wir ziehen nach Lüchen und gegenüber wohnt eine Frau, die war auch noch dummerweise die Deutschlehrerin unserer Kinder. Und irgendwann hatte die den Wunsch und sie fragte, ob sie uns besuchen dürfte. Und da waren unsere Kinder noch klein. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich alte Sachen anziehen. Beim Abendbrot geht schon mal einiges so, Apfelsaft. Also normalerweise vergeht bei einer Familie mit 6 Kindern keine Mahlzeit, wo nicht 2 Gläser umkippen. Und dann kam sie und sie kam alleine. Und da habe ich sie schon an der Tür gefragt, wo ist ihr Mann? Und da sagte sie, ach Herr Günschel, wissen Sie, der spielt heute Abend mit meinem Ex-Mann Doppelkopf zusammen. Na, ich sagte, das ist auch eine Variante, aber es wäre schöner gewesen, wenn er mitgekommen wäre. Es war ihr irgendwie peinlich, ihren Mann mitzubringen. Und das fand ich komisch. Und dann haben wir den ganzen Abend zusammengebracht. Erst dachte ich, sie geht 8, dann dachte ich, sie geht 9, dann dachte ich, dass sie 10 geht. 11:30 ist sie gegangen. Und dann steht sie wieder an der Tür und als sie sich verabschiedet, guckt sie mich an und sie sagt, Herr Günschel, eins sage ich Ihnen, Sie haben hier den Himmel auf Erden. Und ich sage, Amen. Und ich merkte irgendwie aus ihren ganzen Worten ihre Traurigkeit. Es ist nicht mehr so, dass man dich heute als Christ verlacht. Das ist nicht mehr in der Uckermark so. Und ich glaube auch nicht bei euch. Die Leute sind, darf ich das mal sagen, eigentlich sind sie neidisch. Weil wir leben ein Lebenskonzept, was besser nicht sein kann, was auch gut funktioniert und was auch sehr glücklich macht und sehr fröhlich macht. Und dann kommen die Leute und sie haben so viel Not. Diese Frau hat erlebt, dass sie sich von einem Mann trennt und sie heiratet den nächsten Mann und das ist alles nicht so prickelnd. Sie ist nett und sie ist auch gebildet und ich finde das dann so schön, dann dürfen wir einfach unser Haus öffnen und die Leute dürfen beim Abendbrot dabei sein und man trinkt dahinterher noch ein Glas Wein, man erzählt, man fragt die Leute, wie leben sie eigentlich und dann kann man ihnen ja mal erzählen, wie wir so leben, damit sie überhaupt wissen, wie man tickt. Und dann haben die Leute den Eindruck, das ist so wie früher, ja, oder ja, es ist so wie eine heile Welt oder es ist eigentlich genau das, wonach ich mich die ganze Zeit sehne. Und dann kann man ja mal den Gedankenanstoß mit nach Hause geben. Kann es sein, dass es irgendwas mit Gott zu tun hat? Kann es sein? Überlegen Sie doch mal. Und deswegen möchte ich euch eher fröhlich entlassen. Wir haben gute Regeln, wir haben gute Hinweise, wir haben einen guten Gott, wir haben einen guten Schöpfer. Er hat sich gute Pläne ausgedacht. Und ein Teil seines Planes ist, dass wir zwischen den Generationen gute Beziehungen haben.